Herzlich willkommen zu meinem Family Friday. Ich habe für euch heute ein mega hippes Thema mit dabei, denn heute geht es um Selbstregulation und Sozialkompetenz. Ich möchte euch in den nächsten 20 Minuten verschiedene Themen mitgeben. Ich möchte dir erklären, welchen Gedankenfehler wir ganz häufig machen, wenn es um Sozialkompetenz und Selbstregulation geht. Ich möchte mit dir anschauen, wie sich echte Sozialkompetenz entwickelt und was dein Kind wirklich braucht, um Selbstregulation zu erwerben. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für ihren anstrengenden Familienalltag. Wer kennt sie nicht, die Situation, wo wir mit unserem Kind natürlich absolut kindgerecht ihm erklären, was wir von ihm erwarten. Und unser Kind schaut uns an mit großen Augen und guckt und sagt, ja, Mama, natürlich, genauso werde ich mich verhalten, genauso werde ich es machen, Mami, natürlich. Nur um dann 2 Minuten später all das, was wir gerade so wunderbar kindgerecht besprochen haben, schon wieder vergessen zu haben. Und dann schubsen sie die anderen Kinder von der Schaukel, dann nehmen sie ihnen die Spielsachen weg oder sie rennen einfach über die Straße. Sie können nicht mal 2 Minuten am Tisch rum ruhig sitzen, kippeln mit dem Stuhl oder bekommen Wutanfall und schlagen wieder ihre Geschwister oder andere Kinder. Oder wenn wir ältere Kinder sehen, bei denen die Hausaufgaben, sie sitzen davor, aber sie fangen einfach nicht an. Es zieht sich alles ewig hin wie ein Kaugummi. Oder kleinste Anweisungen, die wir ihnen geben, wenn wir zu ihnen sagen, bring deinen Teller bitte in die Küche. Kriegen sie einen Tobsuchtsanfall. Oder um dir noch ein Beispiel zu geben, ob du überhaupt hier heute in dem richtigen Video bist, solche Kinder, bei denen wir irgendwie merken, hey, der lügt mich doch an, oder? Also, es gibt in den meisten Häusern nur ein Kind oder eine Person oder einen Mitbewohner, der anfängt, den Badezimmerspiegel mit Cremes, Salben oder Zahnpasta zu verschmieren. Und wenn wir dieses Kind, auf den so alle Indizien hinweisen, dann ansprechen und sagen, hey, warum hast denn du das gemacht? Dann steht das Kind vor und schaut uns mit großen Augen an und sagt, ich war das nicht. Und wenn es ein älteres Kind ist, dann wird vielleicht noch dazu kommen, ich bin so enttäuscht, warum glaubst du sowas von mir? Ich würde doch so etwas nie tun. Und für uns Eltern ist es dann irgendwie unerklärlich. Das sind ganz häufig die gleichen Kinder, die egal wie alt noch ans Christkind und an den Osterhasen glauben. Die Wunder und Magie und Zauberei, für die ist das einfach Realität, weil sie sind in der Lage, innen drin so eine Reinheit zu haben, so eine Klarheit zu haben und ihre Gefühle sind immer 100%. Das heißt, wenn sie etwas fühlen, wenn sie fühlen, ich will jetzt schaukeln, dann will das Kind jetzt schaukeln. Und dann muss alles, was im Weg ist, aus dem Weg geräumt werden. Weil das ist wirklich ganz, ganz klar in die Richtung. Sind es deswegen Kinder, die kein Einfühlungsvermögen haben? Nein, überhaupt nicht. Diese Kinder haben ein wunderbares Einfühlungsvermögen. Sie können sich wunderbar in jemand anders hineinfühlen. Und dann gehen sie total auf. Und jetzt kann es sein, dass das gleiche Kind, das jetzt am Boden sitzt, weil es weint, weil es gerade von der Schaukel geschubst wurde, dass dann dein Kind sagt, Mami, guck mal, das Kind weint. Es kann sich wunderbar hineinfühlen. Nur entweder ist es so, dass es sagt, ich will jetzt schaukeln und dann sieht es nur seinen eigenen Weg. Oder es kann sich total in jemand anders aufopfern und einfühlsam sein und hineingehen und sagen, Mami, das weint das Kind. Was ihm allerdings fehlt, ist diese Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Das heißt, dieses Kind kriegt überhaupt nicht zusammen, dass es selber die Ursache ist, dass es selber das Kind von der Schaukel gerade runtergeschubst hat. Und das bringt es einfach gar nicht zusammen. Warum das so ist und warum die Natur einen wunderbaren Grund dafür hat, warum die Natur mal wieder einen genialen Plan verfolgt, darüber werde ich jetzt sprechen. Aber jetzt erst noch mal eine weitere Überlegung mit dir vorab. Wenn wir solche Kinder haben und die Kinder sind jünger, die sind kleinere Kinder, die sind vielleicht noch im Kindergartenalter, dann sind wir mit diesem Verhalten ganz, ganz häufig unglaublich nachsichtig. Doch wenn die Kinder älter werden und dieses Verhalten immer noch aufweisen, dann fällt es uns schwer, eben diese gleiche Nachsichtigkeit zu haben und dann verlieren wir ganz häufig unser Einfühlungsvermögen
Aber das ist so unglaublich wichtig. Und ich gebe zu, gerade wenn wir gefühlsstarke Kinder haben oder hochbegabte Kinder haben, die asynchron in ihrer Entwicklung sind, dann haben wir wirklich unglaublich spooky Erscheinungsbilder. Weil auf der einen Seite können wir mit diesen blitzgeschauten Kindern diskutieren über, keine Ahnung, das Bindungsverhalten von Quarks. Und gleichzeitig scheint es nicht in den Schädel dieser Kinder reinzugehen, dass Mama mal in Ruhe auf Klo gehen will, dass Schläge keine Lösung sind und kleine Kinder und Geschwister nicht zum Prügeln da sind und dass Hausaufgaben einfach gemacht werden müssen. Und wenn man so ein Kind hat, dann ist das unglaublich anstrengend. Was machen wir dann in solchen Momenten? Ja, wir gehen natürlich dann hin, wir versuchen das zu trainieren und zu üben, weil die anderen Kinder scheinen das ja auch zu können. Wir argumentieren mit ihnen, wir diskutieren mit ihnen, wir reden uns den Mund fusselig, wir führen irgendwelche Smiley- und Gummibärchen-Belohnungen ein und versuchen damit ihr Verhalten zu ändern und manchmal platzt uns einfach der Kragen und das geht wahrscheinlich allen so, damit bist du nicht alleine. Und egal, was wir tun, trotzdem bleibt das Grundthema. Es geht irgendwie nicht weg. Und ich möchte heute mit dir hier besprechen, was dahinter steckt. Wir glauben so oft, dass Selbstregulation und Sozialverhalten, dass wir das üben können. Doch das wäre genauso, als würden wir mit einer Raupe üben zu fliegen. Eine Raupe, wenn es eine Schmetterlingsraupe ist, eine Raupe hat das Potenzial, dass sie mal ein Schmetterling wird. Eine Raupe hat das Potenzial, dass sie mal fliegen wird. Aber es macht keinen Sinn, dass wir jetzt schon mit ihnen üben. Und genauso wenig können wir mit unreifen Kindern üben, dass sie sich so verhalten wie reife Erwachsene. Das Thema ist, dass ihnen gewisse Grundvoraussetzungen fehlen. So wie der Raupe die Flügel fehlen, damit sie fliegen kann. Fehlt unseren Kindern, die sich so verhalten, ein gewisser Gehirnbereich. Das heißt, sie haben diesen Gehirnbereich, aber erst im Standby-Modus. Ich spreche hier von dem präfrontalen Kortex. Das ist der Bereich, wo wir Probleme lösen, wo wir einerseits und andererseits zusammenbringen, wo wir Gefühle mischen. Das ist ein extra Bereich im Gehirn, der dafür zuständig ist. Und der ist bei den jüngeren Kindern, bei unreifen Kindern im Standby-Modus. Er hat seine Arbeit noch gar nicht aufgenommen. Warum ist es so? Alle Dinge, die wir in unserer Reifeentwicklung entwickeln, beginnen immer mit einem zur Zeit, also immer mit einer Dimension zur Zeit. So ist es zum Beispiel, dass jedes Auge unterschiedliche Informationen aufnimmt. Und ganz am Anfang, der Säugling hat immer nur ein Auge im Fokus. Und selbst wir erwachsene Menschen, wir haben ein dominantes Auge. Und dennoch ist es so, dass unser Gehirn in der Lage ist, die Informationen von beiden einzelnen Augen zusammenzubringen und dann im visuellen Bereich miteinander zu vermischen. Und dadurch haben wir das dreidimensionale Sehen. Auch wenn du ein kleines Kind beobachtest, wenn du ein Baby beobachtest, ein Säugling beobachtest, dass es anfängt, seine Hände zu bewegen. Am Anfang bewegt es die Hände gleichzeitig. Und erst irgendwann ist es dann so, dass es die Hände getrennt voneinander bewegen kann. Und dann haben wir sozusagen dreidimensionales Agieren. Und so ist es auch mit unseren Gefühlen. Und Gefühle zu mischen, hey, das ist eine große Aufgabe, weil Gefühle sind doch was sehr, sehr, sehr Diffuses. Und deswegen gibt es dafür eben auch einen Mischbecher im Gehirn. Und das ist dieser präfrontale Kortex. Jetzt muss das Kind aber auch erstmal jedes Gefühl einzeln kennengelernt haben. Es muss jedes Gefühl erstmal in seiner Einzigartigkeit erkannt haben. Und jetzt schau mal, wie dein Kind ist. Dein Kind fühlt, es will auf die Schaukel und dann fühlt es nur das. Im nächsten Moment fühlt es sich total ein, das weinende Kind. Und dann fühlt es nur das und vergisst sich selber dabei. Dann gibt es einen Moment, da ist es himmelhoch jauchzend und im anderen Moment zu Tode betrübt. Bei uns Erwachsenen ist es gemischt. Da ist es gemischt, das ist der Moment, aus dem Geduld entsteht. Ja, natürlich habe ich es eigentlich eilig, aber ich fühle auch gleichzeitig, okay, ja, ich muss hier noch ein bisschen warten. Das ist das Gleiche, warum ich Mut habe. Mut ist, dass ich einerseits auch Angst habe vor den Dingen, aber gleichzeitig auch die wahnsinnige Lust habe, etwas zu tun. Und wenn ich diese beiden Gefühle miteinander mische, dann habe ich Mut. Und das ist das, was ich bei einem Kind brauche. Das ist einerseits dieses Gefühl in sich hat, hey, ich will schaukeln, ich will hoch hinaus, ja.
und gleichzeitig aber auch das Gefühl hat, ach nee, dann wäre das andere Kind ja traurig. Dass es diese Gefühle gleichzeitig hat, damit es die miteinander mischen kann. Und unser Gehirn und unsere Entwicklung ist so angelegt, dass es jedes Gefühl erst einzeln hat. Und erst, wenn es es oft genug einzeln hat, dann fängt es erst an zu mischen. Und unter optimalen, idealen Voraussetzungen passiert das frühestens so im 6. Lebensjahr. Aber bei Kindern, die hochbegabt, die gefühlsstark sind, die sehr emotional sind, da ist das häufig viel später. Und es ist dann auch nicht sofort da, sondern es fängt dann langsam an zu mischen. Also kannst du dir das vorstellen, wenn das so eine Mischschüssel ist, in der wir die Gefühle mischen, dann ist es am Anfang eine ganz kleine Mischschüssel, vielleicht so groß wie so ein Fingerhut. Und diese Schüssel wächst dann immer weiter. Und in der Pubertät, vielleicht kannst du dich noch erinnern oder vielleicht hast du gerade ein Pubertier zu Hause, da nimmt diese Mischschüssel richtig Fahrt auf. Und das sind dann diese Momente, wo wir in der Pubertät sitzen und denken, wir werden schier wahnsinnig, weil so viele Gefühle auf uns einprasseln. Und einerseits und andererseits und dritterseits und vierterseits und fünfterseits. Und ich weiß doch gar nicht, was soll ich jetzt machen? Gehe ich auf die Party? Bleibe ich zu Hause? Oh, ja? Und das geht ganz klein los, wenn dieser Fingerhut anfängt, seine Arbeit aufzunehmen. Wenn du dir aber jetzt vorstellst, du hast ein gefühlsstarkes, ein sehr temperamentvolles Kind und das hat immer unglaublich viele Gefühle, dann ist dieser kleine Fingerhut immer ganz, ganz schnell, der ist einfach, der läuft über. Und dann ist es wieder genauso wie vorher. Und es braucht einfach eine ganze Zeit. Und dieser präfrontale Kortex, der reift aus, bis wir Mitte 20 sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal das Gefühl, meine hat auch noch Luft nach oben und ich wünsche mir an vielen Stellen, dass er auch noch größer wird, weil auch wir Erwachsenen, wenn Gefühle wahnsinnig intensiv sind, dann läuft unser Mischbecher einfach über und das auch bei uns Erwachsenen, bei uns Eltern und dann verlieren auch wir unsere gemischten Gefühle und dann poltern wir mal wieder mit irgendwas aus und raus und denken, oh Gott, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Wie ich gerade schon sagte, bei temperamentvollen Kindern ist das natürlich so, dass das viel leichter überläuft. Wir müssen aber bei den temperamentvollen Kindern ganz genau entscheiden, ist es wirklich ein temperamentvolles Kind, ist es wirklich ein gefühlsstarkes Kind? Oder ist es ein Kind, das nur alarmiert ist, das gepanzert ist, das gerade ängstlich ist oder so ein Alpha-Kind, das immer mit dem Kopf durch die Wand will? Ich denke, dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Ich habe dazu gerade schon mal eine kleine Story gemacht. Die kannst du auf Instagram in meinem Story-Archiv sehen. Ich werde dazu mit Sicherheit auch nochmal ein Video machen, dass wir das genau unterscheiden können, ob es eben ein gefühlsstarkes Kind ist oder ob es eben ein Kind ist, das gerade nur situativ gefühlsstark ist. Für uns ist es wichtig, dass wir erkennen, wenn ein Kind explodiert, dann tut es das aus zwei Gründen. Entweder, weil es noch unreif ist und einfach noch gar nicht mischen kann oder weil es gerade die Mischung verloren hat, weil sein Mischbecher gerade übergelaufen ist. Wichtig ist, dass wir sehen, dass es keine Absicht ist. Das ist wie ein Vulkanausbruch. Wenn die Energie zu groß wird, dann bricht der einfach aus. Und wir können dem Vulkanausbruch nicht sagen, jetzt hör mal auf. Jetzt stopp mal, jetzt reicht's mal. Ich habe dir schon ganz oft gesagt, du sollst nicht ausbrechen, Vulkan. Das wird nichts bringen. Ja? Ein Kind, das gerade ausbricht, das hat sich in dem Moment nicht unter Kontrolle. Genauso wenig, wie wir uns in solchen Momenten häufig dann unter Kontrolle haben. Nur wichtig ist, dass wir das wirklich sehen. Da ist keine Absicht dahinter. Das ist wie wenn wir Aquaplaning haben mit dem Auto. Dann ist es so, das Auto schwimmt jetzt gerade und dann macht es keinen Sinn, dass ich wie wild versuche, das Lenker runterreichen. Dann macht es keinen Sinn, dass wenn ich der Beifahrer bin, den Fahrer anmacht, sage, ja, jetzt fahr doch aus, hier ist die Ausfahrt, wir müssen hier raus. Ja, kann das denn noch angehen? Ich habe dir ganz oft gesagt, wo wir raus müssen. Es macht keinen Sinn. Wir haben das Auto in dem Moment nicht unter Kontrolle, weil das Auto sich selber nicht unter Kontrolle hat. Und ein Kind, das gerade so, das entweder unreif ist und nur ein Gefühl hat und nur eine Dimension hat, das kann im Moment kein andererseits Gefühl dazu bringen. Oder es ist eben gerade übergelaufen und dann hat es sich selber nicht unter Kontrolle und dann macht es keinen Sinn, wenn wir in dem Moment anfangen, ja, das wirst du ausbauen, du wirst schon sehen, das, was du jetzt anstellst, ja, das kriegst du nachher, aber so kannst du nicht mit umgehen. Das macht keinen Sinn in dem Moment, das kommt nicht an und das müssen wir einfach verstehen. Also, ich möchte dir jetzt ein paar Punkte mitgeben, wie wir Eltern hier reagieren können oder was wir Eltern machen könnten. Und ich habe mir hier 4 Punkte
für dich habe ich hier vorbereitet. Das erste ist, dass wir die Verantwortung übernehmen. Ich habe das gerade erklärt, das ist wirklich wie ein Vulkanausbruch, das ist wie Aquaplaning und das passiert einfach, das ist wie ein Unfall, das ist wie, meine Ausbilderin hat mal an der Stelle gesagt, das ist wie ein epileptischer Anfall, da brauche ich nicht schimpfen, ja, hör mal auf zu zucken jetzt, sondern das kommt einfach in dem Moment raus und das Kind kann sich in dem Moment nicht selber kontrollieren. Und deswegen gehe ich in die Verantwortung. Und ich gehe jetzt für das Kind hin. Ich brauche nicht zugucken, wie es andere Kinder haut und schlägt und sagen, ja, da schimpfe ich dich nachher für. Nein, ich gehe in die Verantwortung. Ich sage, oh je Gott, schon wieder passiert. Komm, du wirst sehen, so älter du wirst, umso besser wird es gehen. Und ich schütze das Kind, das gerade ausbricht. Ich schütze die anderen Kinder. Ich schütze die Vasen, die gerade die Ming-Vasen, die umkippen wollen. Ja, und ich übernehme jetzt hier die Verantwortung, weil ich sehe ganz klar, das, was das Kind tut, das ist nicht das Kind. Aber es braucht jetzt meine Hilfe. Ja, Kinder werden unreif geboren und unsere Aufgabe als Erwachsene ist, sie zu begleiten, sie dabei zu begleiten, dass sie reifen können. Und jetzt in dem Moment braucht es uns an ihrer Seite, dass wir sie schützen. Wenn auf der Straße jemand ist, dem ist ein Unfall passiert, nichts Großes, der ist einfach nur gestolpert und hingefallen, gehst du dann hin und schimpfst ihn an und sagst, pff, zu blöd zum Laufen? Nein, wir reichen ihm die Hand und sagen, ach nee, ach wie blöd, dass das passiert ist, komm, ich helfe dir wieder auf. Das heißt, das Erste, was wir tun als Erwachsene ist, dass wir in die Verantwortung gehen, wenn wir sehen, dass das Kind die Verantwortung gerade selber nicht tragen kann. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir vorbeugen. Das heißt, wir schauen, wir beobachten unser Kind, wie so dieser Energielevel in ihm ansteigt. Wir wissen doch ganz genau, wenn wir zum Spielplatz gehen und unser Kind ist ein Schaukelfanatiker und wir jetzt wissen in Zukunft, dass es immer nur ein Gefühl zur Zeit haben wird, dann ist es wichtig, dass wir an seiner Seite gehen, dass wir der Larve die Möglichkeit geben, so gelenkt abzufließen, dass wir vielleicht vorher schon einen Stichkanal machen, dass wir mit den Kindern schauen, dass wenn so das Level ansteigt, wenn ich weiß, mein Kind ist nach dem Kindergarten, nach der Betreuung, nach der Schule, braucht es erstmal Raum, dann gehe ich erstmal mit ihm in den Wald oder wir toben uns erstmal aus oder wir rennen, wir schreien, wir stampfen und wir schauen, dass die Energie abfließen kann. Oder auch dazu habe ich neulich schon einen Wochenimpuls gemacht, ja, dass wir einfach gucken, dass wir die Situationen verlassen, wenn wir einfach merken, es ist für unser Kind zu viel. Das ist das, dass wir wirklich an seiner Seite sind und vorbeugen, dass es nicht andauernd ausbricht. Der dritte Punkt, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass wir dann, wenn sich die Emotionen beruhigt haben, dass wir dann die Chance haben, mit dem Kind nochmal aufzuarbeiten. Jetzt sind die Antennen wieder offen, jetzt kann es wieder zuhören. Ja, das ist auch so, wenn es jetzt schon einen kleinen Mischbecher hat, dann ist ja, wenn das Kind in einer ruhigen Situation ist, dann kann es seinen Mischbecher schon benutzen. Und dann können wir mit dem Kind nochmal darüber sprechen, sagen, oh, da warst du aber heute schon arg frustriert. Ach, das kenne ich auch, ja. Oder da können wir dann eben gucken, hey, weißt du, mir tut das ganz gut in solchen Momenten, dass ich dann mal stampfe oder dass ich dann mal schreie oder, ja. Das heißt, wir können dem Kind dann da Impulse mitgeben. Das heißt nicht, dass es das beim nächsten Mal schon kann. Es wird in ruhigen Momenten viel früher in der Lage sein, seine Gefühle zu mischen. Aber in temperamentvollen Momenten wird immer noch die Schüssel überlaufen. Und dementsprechend geht es eben darum, dass wir Eltern, wir können ihnen dann vorgeben. Also was tun wir, solange wie das Kind unreif ist? Ja, da müssen wir ja trotzdem überleben. Und da sind wir so ein Theaterregisseur. Und jetzt können wir dem Kind Anleitungen mitgeben. Ja, jetzt können wir vorbeugen und können ihm genau sagen, zum Beispiel so, ja, guck mal, so fasst man die Katze an. Oder guck mal, wenn wir hier hingehen, dann mögen das die Leute mal ganz gerne, dass wir ihnen guten Tag sagen, dass wir auf Wiedersehen sagen. Guck mal, hier stehen wir immer alle an der Reihe an. Ja, und dann kann das Kind auch machen, ah, so ist das, wir stehen immer alle an der Reihe und wir machen das alle nacheinander. Und dann kann ich mein Kind dabei begleiten, was es dabei braucht. Und gerade jüngere Kinder sind total vernarrt darauf, auf unserer Seite zu stehen oder Dinge gleich zu machen, Dinge nachzumachen. Und genau diese Impulse können wir dann dafür nutzen. Das heißt, als Erstes, ich fasse es nochmal zusammen, ist, wir übernehmen die Verantwortung. Das Zweite ist, wir geben ihnen die Chance, dass wir vorbeugen, dass wir ungefährliche Ausbrüche haben können. Wir können dann in ruhigen Situationen es nochmal aufarbeiten und wir sind der Theaterregisseur, der ihnen vorgeben kann, wie sie dann damit umgehen können. Nur wir dürfen nicht verwechseln, dass wenn sie dann so ein reifes Verhalten zeigen und ganz brav in der Reihe stehen, dann heißt es nicht, dass sie reif sind.
Und das sollte immer unser Ziel sein, dass wir dahin kommen, dass sie wirklich ihre Reife entwickeln können. Und dafür braucht es natürlich, damit der Baum nach oben wachsen kann, damit wir reifen können, uns entwickeln können, brauchen wir die Bindung. Das habe ich im letzten Video ganz klar gezeigt, wie sich diese Bindung dann entwickelt. Das heißt, das, was wir brauchen, ist, dass wir unserem Kind den Rahmen vorgeben und dann kann es von alleine wachsen und von alleine reifen. Und die Aufgabe der Natur ist eben, dass sie das Kind zum Reifen bringt und die Aufgabe der Eltern ist, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es reifen kann. Das war heute wieder ein kleiner Impuls, heute rund um das Thema Sozialkompetenz und Selbstregulierung. Und ich hoffe, dass du heute entdeckt hast, dass das nichts ist, was du üben kannst mit deinem Kind. Natürlich können wir es anleiten, solange es unreif ist. Aber letztlich ist soziale Kompetenz ein Potenzial, das in jedem Kind vorhanden ist. Aber unsere Aufgabe ist, das Kind dabei zu begleiten, damit es dieses wunderbare Potenzial auch entfalten kann. Ich hoffe, das hat dir gefallen, was ich dir heute mitgegeben habe. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du was weiteres dazu haben möchtest. Du kannst auch gerne in meine Gruppe kommen. Ich habe eine Online-Gruppe, Einfach Schlau. Das ist eine Gruppe speziell für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern. Ich habe dir den Link dazu schon in die Beschreibung gesetzt. Einfach draufklicken, dir das Passwort holen und dann kannst du mit anderen Eltern darüber diskutieren, denn wir haben so häufig das Gefühl, dass wir alleine sind, aber das sind wir nicht. Ganz, ganz viele Eltern sind genau an den gleichen Stellen unterwegs. Also, wenn dir das gefallen hat, empfehle mich gerne weiter, teile das Video gerne. Du kannst auch gerne mich persönlich anschreiben, wenn du nochmal Einzelberatung von mir haben möchtest. Ich werde auch demnächst, ab Mai, geht ein neuer Kurs los, extra ein Online-Kurs für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern. Auch dazu wird es nach und nach hier Infos geben. Und ansonsten bekommst du nächste Woche wieder von mir den nächsten Einblick bei meinem nächsten Family Friday. Wenn du Wünsche hast, was ich gerne mal aufnehmen soll, dann schreib auch das mir gerne in die Kommentare, denn da gehe ich natürlich dann super, super, super gerne drauf ein. Ich freue mich jetzt von dir, eine Rückmeldung zu bekommen, ob du mit den Impulsen was anfangen könntest. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Family Friday. Mach's gut! Ciao!